Gut, hier ist wieder ein Spiegel. Ah, ich sollte ein paar mal, also wenn die Taschenlampe ausgeht, kriegt man natürlich neue Batterien, muss man deswegen immer finden. Und der kann ja auch verhungern, also. So. Nehmen wir das Schlafzimmer. Schlafzimmerschlüssel. Lass uns die Map angucken. Ja, okay, da unten. 206, okay. Das ist ein Apartment, in dem ich bin. Warum beeinigt mich nicht dran? Okay, ich sollte zurück dieses zum Spiegel gehen. Okay. Nun ja, ich glaube, unser Hauptheld ist ein bisschen verrückt oder so. Es kann ja sein, dass der eigentlich psychische Störung hat oder so. Also, vielleicht... Oh. Ich sollte mich durchquatschen. Oh, fuck. Fuck. Ja, ich sollte die Taschen noch rausmachen. So. Ich glaube, unser Hauptheld hat irgendwie irgendwelche psychischen Störungen und nimmt die Welt einfach so wahr. Und, also, so würde ich jetzt mal interpretieren. Scheiße. Ja, ist tot. Okay. Nun, lass reingucken. Es ist ein erneutes Loch. Nein, wir gehen noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Naja. Ist ein bisschen... Bisschen so das Spiel darauf... Ah, sein Magenknot. Also, es ist so ein Überlebensspiel an sich. Lass uns reingucken. Tue ich bereits. So, wir sind wieder in unserem Apartment. Wir probieren nochmal kurz den Schlüssel aus. Ja, du bist müde, ich weiß. Wir essen jetzt erstmal was. Cracker. Beef Jerky. Ich nehme mal die Cracker. Knusprig. So. Wir sind dran. Kein Weg ist zu öffnen. Die Sachen davon sind nicht meine. Das ist nichts von Interesse. Tin of Pickles ist irgendwie was zu trinken. Ah, Munition. Ist immer gut gesehen. Box of Pills. Okay. Nehmen wir eine Anleitung. Ah, nee, nee. Bitte keine Anleitung. Also. Das sind immer noch nicht meine. Verdammt, verdammt, nicht meine. Ah, hier sind die Diary Pages. Hier auf. Gut, dann lesen wir uns jetzt mal die Seiten durch. Diary Pages 2. Durchlesen. Ein Stapel alter Tagebücher. Ich habe diese Krankheit ausbreiten sehen. Und alle dachten, ich wär's, wäre es der krank wäre. Ich habe ihren verrottendes Inneres gezeigt. Ich habe diese verdammten Wände mit ihren Innereien angemalt. Ich bin müde, dass sie mich angreifen. Also ich bin gelangweilt davon. Ich sollte hier rausgehen. Und alle töten, die mich versuchen aufzuhalten. Ich habe ihre Schwäche nach allen herausgefunden. Es ist in ihren kleinen Knochen. Es ist vom selben Geil. Wer ist dieser Typ? Hört sich an als jemand, den wir nicht gerne treffen würden. Und ich glaube, wir sind dieser Drache. Glaube ich. Und ich glaube, dass unser Typ einfach psychisch gestört ist. Jetzt gehen wir schlafen. Bis zur nächsten Folge. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Schnitt. Bis dann.